Der miteinander, bin der Geisheim und mich heute über NWO ein wenig gesungen. Was ist NWO? New World Order, die neue Weltordnung. Da wird es jetzt sagen, ja, hör auf, das ist ja wieder irgendeine Verschwörungstheorie. Sowas wollen wir doch gar nicht hören. Also mit Verschwörung habt ihr recht. Da verschwören sie wirklich alle gegen die Völker der Welt. Aber die Theorie darüber, das ist keine Nikro der Theorie, denn diese Verschwörer treffen sich ja seit Jahrzehnten einmal im Jahr in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Da kommen die ganzen Großkopferten der Welt zusammen, die politischen Eliten, aber vor allem auch die Finanzeliten und die industriellen Eliten, und die pilgern dort zu ihrem Guru, zum Klaus Schwab, ein Deutscher, der einige Bücher über das Thema geschrieben hat. Und das Ziel, das Hauptthema bei diesen Treffen ist eben diese NWO, diese neue Weltordnung. Ich werde es ganz kurz beschreiben, was ist das, die neue Weltordnung? Die neue Weltordnung, das heißt eine Welt ohne Grenzen, ohne Nationalstaaten, mit einer Weltregierung. Jetzt wird es sagen, ja, das war super. Diese Nationalstaaten, die machen da nichts Gescheites, die machen immer nur Krieg. Und so eine Weltregierung, die alle Völker der Welt zum Besseren hinführt, eine aufgeklärte, gerechte Weltregierung, das war doch nur zum Begrüßen. Das war das Ende von Hunger, von Missständen, von Diskriminierung, von der Macht der verrücktesten Religionen, die die Leute gegeneinander hetzt. Ja, so eine neue Weltregierung, das war doch eben gut, kann man sagen. So eine Arbeit denken. Aber glaubst du ernsthaft, dass diese Eliten, dass ausgerechnet diese Eliten, die ja am Zustand der Weltheit maßgeblich Schuld haben, weil mit deren Gier und deren hirnverbrennten Profitorientiertheit ist es so weit gekommen, wie es heute ist. Und die heute schon alle Regierungen im Sog haben und vorschreibt, wie Politik abzulaufen hat. Und aus diesen Kreisen sollte eine gerechte Regierung kommen, die für Chancengleichheit, Humanität sorgt und den Hunger besiegt. Das erinnert mich ein wenig an diese einfältigen Bilder auf Zeugen Jehova-Broschüren, wo die Leute im Paradies hockend zwischen Löwen und Tigern flanieren und alle Raubtiere großfressend. Er friert doch Teil zu, bevor diese Kreise irgendetwas Gutes für die Menschheit tun. In einer Beziehung gibt es so diese Welt schon, die es gern hätten, nämlich das Kapital kennt keine Grenzen. Das Kapital regiert die Welt. Längst sind da nationale Grenzen überwunden. Denn welche Firma, welchen Weltkonzern gibt es heute noch, der nicht von internationalen Eigenen regiert wird? Der Aktienbesitz ist international. Und dieses Kapital, mich erinnert dieser Klaus Schwab mit seinem Weltwirtschaftsforum ein wenig an den Fürst von Machiavelli, der auch den herrschenden Anleitungen gibt, wie es ihre Macht behalten können und Ausbau. Und dieses Weltwirtschaftsforum, das gibt einfach auch diese Ratschläge. Das heißt ja da eine Welt ohne Sozialsysteme, die in Jahrhunderten in den verschiedenen Ländern erkämpft worden sind, zum Teil mit Blut erkämpft worden sind. Wenn es keine Grenzen mehr gibt, dann findet eine Nivellierung statt und alles mündet in sozialer Anarchie. Die Unternehmer, die Organisierten, die können dann alles
mit den Leuten machen, was sie gerade wollen. Sie können es dorthin verschieben, wo es ja passt, was sie ja heute auch teilweise schon machen. Zum Teil halt mit durch Kriege und Vertreibung und um die Sozialsysteme in den entwickelten Ländern zu zerstören, zu überlasten. Ich glaube, der Warren Buffett hat einmal gesagt, dieser Multimilliardär, dass wir uns im Krieg befinden, reich gegen arm, und er weiß, wer diesen Krieg gewinnen wird, nämlich sie. Geradezu narrisch ist, dass gutmeinende politische Organisationen, Linke und Grüne und Christen und so weiter, sich als Helfer für diese neue Weltordnung zur Verfügung stellen. Weil es meinen, es kommt dieses Paradies raus, von dem ich vorhin schon einmal erzählt habe. Die Kirche hat ja, tausende lange Erfahrung. Sie sind ja eine imperialistische Kirche, wie jede Kirche, die auf Missionierung aus ist, eine imperialistische Kirche ist. Aber sie wollen ja nur das Wort Gottes bringen, wie wissen wir sie? Nur hinterm Kreuz ist immer das Schwert hermarschiert. Und die Geschichte zeugt ja auf der ganzen Welt, hinter diesen süßen Worten von Evangelium und Feindesliebe ist nur Tod und Verderben gekommen. Ausbeutung, Raub. Und nachdem irgendwann die Leute ihrer Kirche das nicht mehr geglaubt haben, ihrer gute Absicht, hat man eine säkulare Religion geschaffen. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Klingt auch wunderschön, erinnert auch wieder an diese paradiesischen Szenen. Nur, es ist eine Lüge, eine extreme Lüge, nur geschaffen, um die Bevölkerungen zu verwirren und zum Fangen. Ihr dürft es nicht vergessen, diese Plutokraten haben auf ihrer Seite die Medien, die in ihrem Stil berichten, die von ihr abhängig sind. Sie haben auf ihrer Seite die Filmindustrie, wo seit Jahren ihrer Philosophie eingehämmert wird. Ganz schlimm ist ja bei Netflix und Co. Du wirst also kaum einen Film finden, in dem nicht multikulturell auf die Leute eingewirkt wird. Nun bin ich durchaus bereit, so multikulturelle Übertreibungen als künstlerische Freiheit zu akzeptieren. Etwa wenn der große Achill in einer Historienserie als farbiger dargestellt wird und Zeus ebenfalls. Aber man spürt die Absicht und ist verstimmt. Gleichzeitig werden die Familien zerstört durch einen Freiheitsbegriff, der eher an Zügellosigkeit erinnert, durch ein Staccato an sexueller Perversion. Aber da braucht man gar nicht auf Netflix gehen, das findest du schon in unserem sonntäglichen Tatort. Denn wir werden da seit Jahrzehnten erzogen und Gehirn gewaschen. Nun will ich das gar nicht in Pausch und Bogen verurteilen. Denn Völkerverständigung ist ja wirklich was Positives. Aber sie tun es, um die Völker zu vermischen, um ihre Agenda durchzubringen. Erst müssen die Köpfe bereitet werden. Dann wird man durch irgendein Geschehen, wo man die Leute disziplinieren kann, so wie jetzt Corona, völlig vereinzelnen und unterwerfen. Und dann kann man mit ihr alles machen. Dass man diese sogenannte Pandemie für diese Zwecke nutzt, wurde sogar offiziell eingeräumt. Aber auch ein Schäuble hat gesagt, jetzt müssen wir in Europa die Dinge durchpeitschen, die sonst eben nicht gegangen sind. Und Europa ist auch so ein imperialistisches Konstrukt, das die gewachsenen Kulturen zerstören will und einen riesigen Wirtschaftsraum schaffen und alle über einen Kamm scheren. Viele machen sich überhaupt keinen Begriff, mit welchem Aufwand seit Jahrzehnten unsere Psyche erforscht wird, um uns zu steuern. Das ist mit dem Lippmann damals angegangen, Anfang des Jahrhunderts, und die Erkenntnisse aus der Propagandapsychologie und der Werbepsychologie
die sind damals schon beim Hitler eingeflossen, sind damals schon beim Stalin eingeflossen. Und heute haben die eine Macht, von der Religionen nur Drama kannten. Der Brecht, glaube ich, war es, der einmal gesagt hat, dass diese amerikanische Kultur wie ein Sauerteig ist, der alle Teige auf dieser Welt durchdringt und bestimmt. Und dass man die Geschlechterrollen auflöst, nein, eine Modeerscheinung. Bedauerlich, dass die Frauen das in dem Maß mitmachen und sämtliche Blödheiten der Männer übernehmen. Klaus Schwab hat den Begriff vom Great Reset geprägt, also vom großen Reset. Wenn du nicht weißt, was das ist, wenn man irgendein digitales Gerät wieder auf die Grundeinstellungen zurücksetzt. Und wenn dann die Finanzeliten und das ganze reiche Geschwerl ein Great Reset machen, dann heißt das nicht, dass sie auf Null zurückgehen, deren Reichtum aufgeben. Also ist diese ganze Begrifflichkeit eine reine Augenwischerei. Aber sowas Ähnliches hat man damals schon bei der Währungsreform in Deutschland gemacht. Man hat gesagt, jetzt geht es wieder von vorne, jeder kriegt 40 Mark und jeder hat die gleichen Chancen. Dabei hat man vergessen, dass die einen Ländereien gehabt haben und Fabriken und Gold und was der Teufel was. Und die 99% der anderen haben nichts gehabt, außer die 40 Mark. Und so ist es mit dem großen Reset da. Reset kann aber auch was anderes zu heißen. War nicht die Sintflut in der Bibel auch ein großer Reset? Oder jeder große Krieg, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg? Und wenn ich so droh denke, dass aus diesen Kreisen auch immer wieder Stimmen kommen, etwa Brzezinski in den 90er Jahren mit seinem Begriff Titetainment, der ihm behauptet, 20% der Menschheit reichen aus, um den Laden am Laffer zu halten. Die anderen sind überflüssig, man muss halt versorgen und unterhalten, Brot und Spiele. Andere, wie diese Geheimgesellschaften, die die Guidestones in Amerika aufgestellt haben, diese kultischen Steine, die haben als oberstes Gebot eingemeißelt, 500 Millionen sind genug. Das heißt also, dass wir 7 Millionen zu frei haben, ungefähr. Also man muss sich da schon Sorgen machen. Und wenn ich eben dann auch so höre, dass so Menschenbeglücker wie der Gates immer wieder mit Impfungen hantieren, die behaupten, sie würden Leid schützen, und dann machen sie es unfruchtbar, wie in Afrika und in Indien, dann ist Skepsis gegenüber ihren großen Reden durchaus angebracht. Unendlich wahrscheinlicher war, dass diese Herrschaften aus der Bevölkerungsreduktion ein Riesengeschäft machen. Das tat allem, was man bis jetzt vorher erlebt hat, viel eher entsprechen als irgendwelche altruistischen Gebaren. Und mit was kann man mehr Geschäft machen, als wir mit Krankheit und Pseudo-Medikamenten dagegen? Man lässt Leute dahin siechen. Das schafft man, indem man es einspürt. Der Lockdown macht ja krank in jeder Beziehung. Wenn sie geschwächt sind, werden sie für eine Weile zu unerschöpflichen Geldquellen. Man kann ja alles, was haben, abknüpfen. Ich habe schon einmal gesagt in einem Beitrag, eine Branche, die von Krankheit lebt, warum sollte die sich um Gesundheit kümmern? Das ist ja völlig widersprüchlich. Und das gilt für diese ganzen Konzerne und Hochfinanzer sowieso. Besonderen Maße. Sie haben es oft genug bewiesen. Man kann ja nicht trauen. Und im Augenblick sind sie dabei, mit dieser Zauberwaffe Corona die Leute schwach zu machen und eine Diktatur zu errichten. Sie total zu überwachen und zu melken, solange wie es geht. Und wenn es draufgehen, ist es auch nicht schlimm, weil es sind eh so frei. Völkermord, Euthanasie, das was heute in die Heime passiert mit ihrer Impfung, es kommt in diese Nähe, und falls ich wirklich zu schwarzig und das Ganze
und realistisch einschätze. Na, dann können wir uns frei. Aber ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird. Wir kennen das Prinzip ja von der Mafia, von den ganzen Rauschgiftkartellen. Da werden potenzielle Kunden erst einmal angekifft und dann werden Drogen immer stärker. Und wenn sie an der Nadel hängen, dann kann man es lang ausnutzen und abkassieren. Und von ihr auch alles verlangen, denn die tun alles, was so süchtig sind. Und ich glaube, das gleiche Prinzip geht in diesen Kreisen auch. Denn sie funktionieren genauso wie diese Mafia und Camorra und was da alles an Kartellen gibt. Grundlegend ist eher die Gemeinsamkeit, dass sie über Leichen gingen. Für den Profit ihrer Macht und ihre menschliche Unreife. Thank you.